Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Doom. Nein, Moment. Haha, blattvoll wollte ich gar nicht. Aus Foy Campaign. So. Ist ein bisschen warm heute in der ITC-Zentrale, aber ich hoffe, das gibt sich gleich noch. Wir spielen einfach einmal weiter und ihr achtet einfach gar nicht auf meine glänzende Stirn. Wir haben es ja nicht mehr weit, aber das sage ich öfter. Ich hätte nicht gedacht. Als ich das damals im Steam Sale gekrallt habe, hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel mich so lange beschäftigt. So im Vergleich zu Metal Gear Rising? Ja. Okay. You fought your way through hell and found the Titan's core, a portal that gets you one step closer to the Crucible and defeating the forces of hell for good. You must crush the Crucible Guardians and retrieve what is yours. Okay. Ich meine, wir haben jetzt noch zwei Level. Und ich meine, wir sind bei Folge 41. Ich habe vorhin spaßeshalber mal reingeguckt. Wir sind bei Metal Gear Rising, sind wir nicht über 30 Folgen gekommen. Ja? Mal so nebenbei. Also ich bin wirklich noch einmal positiv überrascht von dem Spiel. Okay. Munition, aber die ist mir anscheinend relativ lattens gerade. Erstmal die Karte checken. Erstmal die Karte checken. Portal, bla 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 bla. Bla bla bla. Ich habe auch echt. Da würde ich ja schon hinwollen. Okay, springen wir erstmal hier rein, ja? Hup. Erstmal wieder was zu lesen. Das ist ja wunderbar. Obwohl ich gerade eigentlich. Na egal. Was haben wir hier? Cybermancobus. Den muss ich nicht vorlesen, das ist nur ein Monster. Wie praktisch. Ich bin zwar irgendwie in Laberlaune, aber. Cool. Einfach so stumpf noch so ein. Ja, also ich will ja nicht sagen schlagend, es ist nur so ein pulsierendes Herz, aber. I got the point. Okay. Also in Laberlaune bin ich ja schon irgendwie, aber dauerhaftes. Oh. Aber dauerhaftes Vorlesen hätte ich jetzt, glaube ich, direkt am Anfang der Session weniger Bock drauf. Naja. Hi! Oder diese Gammelgegner. Was? Was, 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 was? Ah, cool. Du bist praktisch. Du bist sehr praktisch. Mal wieder so Auge Mordors. Einfach stronger than you, bitch. Warte mal, das ist unser letztes Upgrade, oder? Das ist unser letztes Upgrade. Dann kommt das auf Amo. Und dann haben wir Argent Feet. Oh. Ein Upgrade. Ein Achievement. So, haben wir es jetzt? War es das? Cool, danke. Who you? Okay. Also ist der Creator Suit im Gegensatz zu unserem Spielcharakter neu. Also ist der Creator Suit ein Upgrade, das wir hier in der Hölle bekommen haben. Nach Doom 3. Okay. Klick. Good to know. Kann ich da lang? Darf ich da lang?
Nein. Einfach, nö. Nein, einfach nein. Das da links ist vielleicht nützlich. Dün, 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 dün. Schön. Ein Scheiß macht ihr. So. Ah, wieder diese blöden, unsichtbaren Rennschweine. Nee, 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 nee. Ich spam euch so kaputt, Mann. Das ist einfach einer der coolsten Skills. Das ist praktisch. Blauer Schalter immer praktisch. Boah Gott, mir ist so warm, ne? Falls man noch keine Kettensäge hat, okay. Hopp! Booyah! Ein paar Glory Kills sind nie verkehrt. Was ist mit dir? Oh. Und dann ging er down. Aber die Musik erzählt mir... Rune Upgrade, okay. Die Musik erzählt mir, hier läuft noch was. Hier läuft noch was. Hier muss noch was laufen. Wofür war der Schalter sonst gut? Hi! Weapon Wheel. Gauss Cannon. But! Nice! Nice! Ah, cool. Pew! Oh. Pew! 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 Das ist ja schon... Oh, sexy. Das ist ja schon makaber. Ist eigentlich Kill a Mancubus with the Pistol. Hä? Kills 2 Kaku Demons with one shot. Kill 10 Demons with explosive barrels. Oh cool. Okay. Ja, und jetzt? Okay, verstehe. Dann. Wo ist meine Gatling? Wo ist meine Gatling? Gatling? Da Gatling. Chain Gun. Fupp! Und los. Ach so, Kaku Demons with one shot, ha? Huh? Na gut, das können wir ja probieren. Gauss Cannon. Bleh! Ja. Schön, wie soll ich das machen? Wie soll ich das denn jetzt machen? Bam! Cool! Gut, das ging einfacher als ich dachte. Und das ist meine Chain-Gun. Das ist so scharf. Klick, 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 klick. Aber wieder diese Unsicht. Ich hasse es. Du blödes Teil, Mann! Was ist denn? Unendlich Munition! Deine Mama! Gott, ist das heftig! Get knocked back, bitch! Wer noch? Wer hier noch? Was ist los mit dir? Nö! Nö! Hab ich gar keinen Vertrag mit! Alter Schwede! Nein! No! Vor allem die ganzen kleinen Mistviecher! Die treffe ich kaum, indem ich dir Dauerfeuer mache. Das ist ja noch viel schlimmer. Ah, du bist besser. Du bist ein bisschen. Du hast ein bisschen mehr Zielfläche. Bam! Hi. Du bist ein Mancubus. Du bist ein Mancubus. Pew! Pew, 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 pew. Oh, scheiße. Ja, gut. Dich hole ich mir als letztes, Mann. Hi.
Nein. Hörst du auf jetzt? Nicht den Menkobus töten. Na, hörst du auf! Aus! Vorher habe ich gesagt! Du machst auch Ende. Danke sehr. Kann ich jetzt. Was ist der Menkobus? Shit. Ist der jetzt einfach so geplatzt oder was? Kacke! Danke für. Ja. Menkobus with the pistol, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber wird wohl nicht der letzte sein, den wir getroffen haben. Moment. Nicht das. Nicht das. Hier. Mobile Turret. Kill 4 or more demons during a single mobile turret deploy. So hier. Gatling Rotator. Bullets penetrate through targets. Das ist natürlich. So, komm hier. Klick. Purchase. Bullets deal more damage when the chain gun reaches its maximum rate of fire. Das Bunk! Klasse. Ja. Ah. Hallo. Klick. Automap. Sweet. Was ist denn hier eigentlich los? The Necropolis. When the expedition of 2148 reached the Great Steppe, massive structures were found. Unlike any other... Ja, wir haben noch Zeit. Unlike any other edifices, was? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Yet seen in hell, it is believed that these structures were native to this area. Absorbed into hell when the civilization was conquered. The construction bears resemblance to many known earthly architectural movements and several unknown, potentially extraterrestrial designs. Most of the structures appear to be religious or spiritual in design and have been corrupted to pay homage to the dark magic of hell. Although the expedition ended in a total loss of human life, wie auch sonst, it was considered a resounding success, not only for the vast amount of data recovered by the scout bots, but also for returning the petrified remains of a massive shadow lord believed to be an ancient Balgar demon. Achso, das war dann der Cyberdemon, den sie mitgeschliffen haben, ja. The presence of such high-ranking demons in the necropolis suggests that the area holds some item of extreme importance or vulnerability to the demons. Current research suggests this may be the lost artifact known as the Crucible. However, no further expeditions to this area have been planned under explicit instruction from Olivia Pierce. Ja, nun, die wollte natürlich, dass der Crucible da bleibt, wo er ist. Ansonsten wäre ja scheiße. Dann wären die Dämonen ja wirklich ein bisschen verletzlich. Das wollen wir ja nicht. Nein, nein, nein. Oh. Nom! Cool, da ist jetzt offen. Da brauche ich auch nichts mehr. Und wir haben noch locker 5 Minutos. Na? Nicht so? Was ist hier los? Hä? Achso. Ah. Da bin ich wieder.
Das verpasst? Nein? Cool. Lock das Ding da rein. Na komm schon. Was ist los hier? Ha? Er kennt sich aus. Alles gut. Und jetzt? Nicht? Nickes? Cool. Tür aktiviert. So wie ich, so will ich meinen. Ja, cool. Okay. Und jetzt? Hm? Und dann? Darf ich dadurch? Darf ich jetzt dadurch? Oder muss ich zurück? Hä? Hm? Was denn? Der Jump sieht gar nicht so hoch aus. Wird das von der Gatling beeinflusst? Nee. Ha! Hä? Hä? Aber einen blauen habe ich auch nicht, ne? Nö. Ja, was? Soll ich jetzt zurücklatschen? Soll ich da nochmal rein? Hm? Hm? Mäh. Nö. Einfach nö. Das sieht ziemlich zu aus. Es sieht aus, als wenn es mal offen gewesen wäre, aber eigentlich sieht es ziemlich zu aus. Und das sah aus wie ein Hard-to-Find-Lever. Und das sieht aus wie eine Super-Shotgun, aber die haben wir ja auch schon. Ja, nö. Kannst ja knicken, ne? Hier ist auch nichts Schönes. So überhaupt nicht, eigentlich. Hopp. Hä? Okay. Cool. Feuerfrei! Yay! Kann ich einen von euch vielleicht mit der Knarre töten? So. Piu, 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 piu! Yeah! Challenge complete! Sehr cool. Bunk. So, und jetzt wieder zu meiner Stammerino Gun. Klick, klick, klick. Oh, komm mir doch nicht entgegen mit der ganzen Suppe. Ist ja wirklich eklig. Piu, piu. Piu, 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 piu. Ah! Oh, schade. Den wollte ich eigentlich von hinten Glory killen. Gerade so, wo ich ihn so leuchten gesehen habe. Klick, klick. Geh da, stirb. Stirb an irgendwas. Muss ja nicht meine Knarre sein, aber... Pfui. Pfui! Pfui! Du bist richtig eklig, Mann! Oh, nice. Euch mag ich doch immer gerne. Eure Glory Kills, die sehen so toll aus. Piu, piu, piu! Yes! Hi! Moment. Da können wir doch. Da können wir doch. Ja. Boots! Oh! Der ist ja total abgehoben! Next! Ich weiß, hier ist noch jemand. Bam! In dein Gesicht, Bitch! Shit. Okay, dann halt nicht. Dann nehmen wir die. Klick, 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 klick. Ja, ist wohl nichts mit Glory killen, ja. Nee. Das ist ein bisschen schade, würde ich mal behaupten. Die Glory Kills nehmen mit den ganzen Waffen-Upgrades, die ich hier kassiere, sehr massiv ab. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen sehr schade. Und wir haben Munitionsverlust, meine Damen und Herren. Wir haben Munitionsverlust. Und das, und wir haben wieder keinen Munitionsverlust und somit wieder volle Munition. Das ist eh so praktisch. Klick, 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 klick. Irgendwie geht mir die noch zu lahm, würde ich mal behaupten. Ganz im Ernst. Die geht mir noch richtig zu lahm.
Flatsch! Ah! Ah! Und Overheat. Und richtig Suppe dahinter! Ah! Jetzt möchte ich mal gerne wissen, ein Deploy. Das heißt, ich muss die ganze Kacke nur gedrückt halten, richtig? Dann ist die Overheat eventuell egal? Ist das vielleicht so? War's das? Das war's. Klick. Das heißt, ich hab den, so, warte mal. Back! Und wieder voll. Das heißt, ich hab den Quad-Damage natürlich mal wieder liegen lassen. Blöd, wie ich bin. Weil ich dachte, da kommt vielleicht noch eine Welle, da kommt vielleicht noch ein bisschen härterer Schatten. Nö. Nö. Mom. Nö. Nö. Dann nehmen wir uns jetzt den blauen Schädel und bringen den wieder zurück. Aber erst in der nächsten Folge. Ihr könnt so lange liken, kommentieren, abonnieren, kommentieren oder teilen. War das? Egal. Blinkout.